Für Rosti hatte ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, schon immer im Kopf, selbst vor dem Trans schon, hatte ich die Idee zu Rosti. Ich wollte immer ein Fahrzeug haben, weil es ja wirklich im Ostersatzteilhandel konntest du komplette neue Karossen kaufen. Und es war halt schon immer meine Idee, ein Fahrzeug nur aus Neuteilen zusammenzubauen sozusagen. Und irgendwann war meine Karosse inseriert. Bei Omoma hieß das, heißt diese Seite, da kann man so viel Ostzeit kaufen. Und die war um der Ecke. Und stand auch kein Preis dran. Naja, hin und her hatte ich mich dann noch irgendwann mal durchgerungen, da hinzufahren. Und ich komme auf den Hof und da habe ich sie schon, war eine Autowerkstatt. Und die lag da wirklich eine Ecke vor so einem Container. Und der Besitzer, der sagt, heb mir bloß 50 Euro für das Ding oder ich schneide das klein und dann kommst du weg. Ich wollte ihm 100 geben, er wollte bloß 50. Einwandfrei, angeguckt und eingepackt, eingesackte Teil mitgenommen. Und Rosti ist dann erstmal eingelagert worden hier bei uns, wir hatten damals einen Hallenumzug. Dann wurde das Projekt ja erstmal auf Halde gelegt. Rosti stand hier erstmal auf dem Regal, also die Karosse, da war der noch nicht Rosti, da die Karosse. Und irgendwann musste ich ihn einfach anfangen. Das ist da, wo er stand, konnte er nicht mehr stehen, weil der Platz hier gebraucht wurde. Und dann wurde die Idee geboren zu dem Fahrzeug. Und hab den Wagen echt versucht, aus wirklich nur Neuteilen zusammenzubauen. Aber die Karosse an sich war im schlechten Zustand. Die stand wirklich 20 Jahre im Vorgarten rum. Da war nicht eine Schraube dran, nicht eben Blinker. Das waren wirklich die reinen Blechteile. Der Unterboden war komplett im Eimer deswegen. Ich musste die Schweller neu einschweißen. Der Wagen hat einen komplett neuen Kofferraumboden bekommen. Gurtaufnahme ist neu. Ja, und wo das dann halt durch war, alles versiegelt. Der ganze Wagen wurde dann einmal mit Overtrol eingerieben, damit dieser Zustand des Fahrzeugs erhalten bleibt, sozusagen. Die Karosse ist ohne Lack, das ist wirklich Werksgrundierung, so wie damals im Werk. Und ich bin auch später, wo das Fahrzeug fertig war, bin ich zu demjenigen hingefahren, wo ich die Karosse erworben habe. Und der hat sich echt gefreut, der hat echt gedacht, die geht nicht mehr. Ne? Und dann habe ich mir gezeigt, dass es doch ging. Ne? Ich habe wirklich probiert, viele Neuteile an dem Fahrzeug zu verbauen. Beim 353 hat man noch das Glück, dass da wirklich viele Ersatzteile noch auf dem Markt erhältlich sind. Viele Neuteile. Ne? Wird zwar auch schon schwieriger, viele Neuteile, oder man muss halt aufarbeiten. Alles kriegt man auch nicht mehr neu, wie die Ausstattung zum Beispiel. Das ist halt auch die Ausstattung, die in dem Fahrzeug drin ist, ist vom Wartburg 1.3, auch Sportsitze. Die kriegt man auch nicht an jeder Ecke, denn sowas kriegt man einfach nicht mehr neu. Das funktioniert nicht. Aber Stoßstangen, Armaturenbrett, selbst Getriebe ist werksneu, Motor ist ein richtig gut regenerierter, aber Lenkgetriebe alles neu, komplett aus Neuteilen. Alle Lager neu, Buchsen, alles neu. Ich würde schätzen, schwer zu sagen, die Schrauben an sich sind ja auch neu, also die sind neu verzinkt worden. Das Auto wurde komplett wieder mit DDR-ISCA-Schrauben alles komplettiert. Ich würde jetzt irgendwas sagen, so an der 80% besteht da wirklich aus Neuteilen der Wagen. An Rosti wurde natürlich, du kannst dieses Auto nicht als Originalauto bauen. Das ist einfach, wie gesagt, wo ich die Teile neu eingeschweißt habe. Ich habe ja auch alle Hohlräume konserviert dann mit Overtrol. Und dieses Fahrzeug ist wirklich auch teilweise sehr stark verrostet. Und du musst irgendwann mal gucken, wann hörst du auf, Teile rauszuschneiden oder lässt das jetzt einfach in dem Ist-Zustand und konservierst das einfach nur noch. Viele sagen, warum das Auto nicht lackiert wurde. Es lohnt nicht, dieses Auto zu lackieren. Du kannst es bloß noch in dem Zustand, wie es ist, konservieren. Und weil viele mich dafür verurteilen, du hast den Wartburg umgebaut. Aber im Gegenteil, ich habe dieses Fahrzeug eigentlich gerettet. Ja, und das sehen halt viele nicht. Wie gesagt, der Vorbesitzer von der Karosse, der wollte es in Schrott schmeißen. Und ich hab ein Herz für Wartburgs und deswegen habe ich ihn gerettet. Und ein Originalaufbau hätte sich wirklich nicht gelohnt. Deswegen dachte ich mir, du musst aus dem Auto irgendwas bauen, dass es noch mehr ein Eyecatcher wird. Und dazu musst du es einfach tiefer legen, Felgen, Auspuff vorne raus. Du musst halt sehen,
so wie das Auto ist, man hätte es nicht anders bauen können. In meinen Augen auf jeden Fall. Ne? Da hat auch jeder einen anderen Geschmack. Aber das ist genau mein Geschmack, den ich mit diesem Fahrzeug ausdrücken konnte.